ob das funktioniert. Da, lass das nicht los. Überlebensinstinkte. Das könnte ich als Rampe benutzen. Ja, hatte ich auch irgendwie vor. Ich muss ihn nur mit irgendwas beschweren. Ja, meine Rede. Damit das nicht runterrollt, legen wir so ein Ding drauf. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Okay. Warum alle Dinge einfach dahin, die wir da haben? Oh, wenn die springt, lässt es automatisch los. Gibt's doch nicht. Leg das dahin. Okay, 3. Haben wir noch so ein Ding gehabt? Ich glaube nicht. Da oben war 4. So, jetzt haben wir so eine lustige Rampe. What now? Kommt vielleicht hin? Nö. Ah, gerade ausspringen. Ja, hat geklappt. So, wenn ich jetzt da drauf gehe, kriegt das hundertprozentig wieder zusammen. Bin ich ganz sicher, ob ich diesen Kanister hier brauche. Keine Ahnung. Weiß nicht. Springen wir mal zur Leiter. Wir brauchen den garantiert. Liegt da nicht umsonst, glaube ich. Oder auch nicht. Nice, nice, nice. Grab durchsucht. Kann man als Gerichtsgemeister, aber wirklich super einfach. Teil einer Handfeuerwaffe, perfekt. Und wollen wir mal wieder hier rausleiden. Hui! Die ganzen Rutschsequenzen, super cool. Davon hätte ich gerne mehr. Und am besten noch ein Flugzeug hinter mir und 5000 Männer, die mich verfolgen. Bin mal gespannt, ob wir nur noch auf eine weitere Frau treffen. Oder ob Lara alleine bleibt. So, wenn wir jetzt die Abkürzung nehmen von vorhin, kommen wir ganz leicht raus. Irgendwo hier so... Ja, hier. Schätze ich mal. Boah, das ist so scheiße dunkel. Ja, hier ist vollkommen richtig. Und jump! Hell yeah. Kammer des Gerichts gemeistert. Na mal weiter. Okay, finden Sie einen Weg zu Grimm. Jetzt müssen wir nur noch wieder da hoch und dann dieses Transportsystem da benutzen. Oh, Bergungsgut. What the hell? Wildschwein! Da kommt's. Hey, du greifst mir an, du Mistviech. Die rennen eher vor mir weg. So hässlich ist sie doch gar nicht. Shit. Wie komme ich wieder nach oben? Ich bin ziemlich weit nach unten gesprungen vorhin. Da liegt schon mal was, das finde ich gut. Boah, gibt's hier viel zu entdecken, das ist Wahnsinn. Nur so ein kleines Areal. Wow! Okay. Hier will wohl einer nicht, dass ich hier reingehe. What the hell, da kommt ein Hühnchen raus. Terrorhühnchen hat mich angegriffen. Stirb! Haha. Boah! What the hell? Greift mich tatsächlich das Wildschwein an. Und jetzt abhauen, ne? Boah, 3 Schüsse in den Arsch, das Vieh ist nicht gestoppt. Gehen jetzt auf Wildschweinjagd. Ich glaub's ja wohl. Mach ich jetzt Terror? Hab wohl einer seiner Artgenossen gekillt. Das gefällt dem Schweinchen gar nicht. Komm schon, Babe, wo bist du? Na, Merp! Und tot. Fuck it, ich will dein Fleisch schon immer haben. Du stinkst.
Springen und springen und springen. Okay. Gucken eben, wie das funktioniert. Okay, das wird hier gedreht und dann gehen wir einfach da ein. Shit, ich muss das richtig timen, sonst falle ich hier gleich wieder runter. Okay. Sollte geklappt haben. Und mal rüber. Ah, unten ist noch Bergungsgut. Fuck it! Grim! Bist du da? Das war so klar. Zeig ihnen die Zähne, Lara! Zeig die Beißerchen, Lara! Komm! Wo sind die Beißerchen? Okay. Ich sollte hier schleunigst runter, sagt mir irgendjemand. So. Ich glaube, dieses Ding, was sich dreht. Wo ist das Viech? Wo ist das Viech? Voll in die Brust. Voll daneben. Hell yeah, Kopfschuss. Noch jemand? Boah, hier unten wird es ziemlich gefährlich, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, ob hier jemand noch auf die Plattform springt, ist das Problem. Wenn ich es wüsste, würde ich die Fässer wahrscheinlich da lassen. Ja, die kommen rüber. Bam! Boah, die fetzen so weg, das ist genial. Dann kommt mal her, ich habe Munition für jeden. Boah, die ist gut geworfen, boah. Klar, man muss auch in Bewegung bleiben. Das Erste, was ich gemerkt habe. Oh, der hat gesessen. Oh, komm schon. Hell yeah. Klar, explodiert durch einen Pfeilschuss. Sehr interessant. Getting nine shots. Wow. So viel zum Thema in Bewegung bleiben. Das will ich sehen. Wie war's nochmal? Ihr wolltet mich ownen, hä? Well. Nicht heute. Scharfschütze. Lass mich raten. 15 Kopfschüsse. Boah, 50 schon. Das ist eine ganze Menge. Boah, voll auf den Helm. Kleiner Lakadu. Ah, der Helm ist ab. Sauber. Dahinter sitzt nur einer. Okay, sollte es soweit gewesen sein, schätze ich mal. Die Waffe weg! Oder ihr Freund ist tot! Nein, verdammt, tu's nicht! Schieß sie mir den Kopf! Okay! Das macht mir nichts, Mann, denn ich bin aus Glasgow! Tritt sie den Abgrund runter! Hell yeah, der alte Sack weiß, wie der kämpfen muss. Wahnsinn. Kopfnuss reingesäbelt. Hammer. Ich sag, der Typ lebt noch. Ist ziemlich hart im Nehmen. So, ich denke, wir können... Können wir nicht irgendwie... Hier sollte funktionieren. Weiter hoch. Oh ja. Wo hat die denn da gerade hingegriffen? Böses Mädchen. Okay, ich renne hier im Kreis. Goddammit. Komm schon. Hier muss doch irgendwas sein. Ja, blind. Gucken wir mal, was der Überlebensinstinkt sagt.
Der sagt, wir sollen da hoch. Oh, das ist eine Leiter. Falsche Richtung gelaufen. Hätte ich nicht sehen können. Hier irgendwas Lustiges. Okay, ich schätze mal, wir gehen hier hoch. Ja, das müsste ungefähr passen. Kommt dem Tempel immer näher. Bin gespannt, was da so Episches drin ist. Oh, oh. Oh, oh. Nix durchschneiden. Nein, 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 nein. Wow. Oh, shit. Ich hab sie. Die Kavallerie. Scheiße. Ich gebe dir Feuerschutz. Du kannst nach oben klettern. Boah, in letzter Sekunde. Roth. Ja? Grimm ist tot. Sie wollten ihn als Druckmittel einsetzen, damit ich aufgebe. Er hat's verhindert. Sturer Mistkerl. Es tut mir so leid, Roth. Nein, sei nicht traurig, Lara. Mach was draus. Wir trinken einen auf den alten Mann, wenn wir hier weg sind. Ich versuche, näher ranzukommen. Kannst du mir noch mal Deckung geben? Ja, ich habe ein freies Schussfeld bis zu den Palastmauern. Okay. Okay, hört sich sehr gut an. Rettungshubschrauber N888RC nähert sich vom Frachter Trinity. Reaktion auf SOS. Hier ist Conrad Roth von der Endurance. Hören Sie mich? Oh, cool. Ja, hast du gehört? Ein Rettungshubschrauber ist unterwegs. Hoffentlich fliegt der nicht auch wieder vom Himmel. Das ist ja großartig, Roth. Du gibst ihnen ein Signal? Ich hole Sam und die anderen. Aber Lara, vielleicht sollte ich... Hier geht's um keinen Piloten, Ross. Ich habe Sam und die anderen da reingebracht. Ich hole sie wieder raus. Gute Idee. Oh, zwei Fähigkeitspunkte. Gucken wir mal, wie wir die ausgeben wollen. Aber hier. Ausweichkill. Weichen Sie leicht gepanzerten Feinden aus und attackieren Sie im Nahkampf. Um sie auf der Stelle zu töten. Finde ich gut. Okay, mit B ausweichen und sofort Y drücken. Feinde ohne Helm. Na, ist klar. Okay, jetzt noch den zweiten. Okay. Überlebensupgrades. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich notwendig sind. Okay, wir kommen... Wir können schneller klettern. Das ist okay. Orientierung. Das ist gar nicht mal so schlecht. Geschäftliche Sinne einsetzen. Das haben wir schon. Zusätzliche Munition. Auch nicht so verkehrt. Ich nehme Orientierung. Gucken, wie wir das einsetzen können. Sammelobjekte sind auf der Karte sichtbar und leuchten hinter Mauern auf. Okay. Solange ihre Überlebensinstinkte aktiv sind. Sehr cool. Das heißt, wir aktivieren das einfach nur und BÄM! Sehen wir einfach alles. Das ist eine fluchcoole Sache eigentlich. Aber ich schätze mal, hier in dem Raum wird nichts sein. Okay. Ja, piss, die Brücke. Mal gucken, wie der Deckung geben kann. Oh, das wird tricky. Und Sprung! Okay, Lara. Auf der Brücke wimmelt es von Wachen. Toll. Irgendwelche Vorschläge? Es wird knifflig, aber wahrscheinlich kommst du unter der Brücke rüber. Ich hatte befürchtet, dass du das sagst. Keine Sorge, ich decke dich den ganzen Weg. Toll, aber bei so vielen kann das schwer werden. Extrem schwer.